Jetzt komme ich da jetzt nicht hoch. Ach, du musst sie von da drüben hoch, oder wie? Ah. Ja gut, dann machen wir es eben so. Ja, schön, wenn hier wieder ein bisschen Gras ist, weil da kommen wenigstens Herzen raus, weil ich bin herzenstechnisch nicht so gut unterwegs, wie ihr gerade seht. An der linken oberen Ecke. So, was haben wir hier? Nicht kaputt hauen. Geschlossen, schaut später wieder vorbei. Ah, okay. Schon wieder so ein fliegender Händler, der nur einmal alle 100 Jahre da ist. Mach dafür dein Schild kaputt. Ach, das Schild kann ich nicht kaputt hauen, okay. So. Geld. Also, natürlich. So. Sollen wir da nach unten gehen? Da waren wir schon nach unten. Ja, da waren wir schon. Okay. Ja, dann eben noch einmal nach rechts. Oder Moment, wir werden hier in den Wunschbrunnen noch ein bisschen Geld reinschmeißen. Der war doch eh hier, oder? Der Wunschbrunnen. Wir haben eigentlich noch genügend Geld, oder? War der Wunschbrunnen hier? Ich bin gemeint, der war hier. Ja, toll. Haben wir wieder gut hinbekommen. Ja, ich schaff's einfach nicht, die Wirbelattacke vernünftig zu machen. Nee, der war gar nicht hier. Ich habe da was hässlich Gemapptes gesehen. Kommt der nochmal raus hier? Octoroxe. Nee, offensichtlich nicht. Bin ich jetzt doof? Wo war denn der Wunschbrunnen? War der da oben? Nee, oben war der nicht. Nee, der war eins unten, oder? Stimmt, da ist der Knopf. Da ist ein weiterer Knopf. Viele Geister. Toll. Ah, schön, wir haben 20 Ektoplasma gesammelt. Nur noch die Frage, wer das will. So, gut, dann müssen wir jetzt nicht mehr so viel Geister kaputt hauen. Ist auch gut. So. War hier der Wunschbrunnen? Ja, da ist der Wunschbrunnen. Komm, wir lassen uns noch ein paar Wünsche raus. Ja, vielleicht ist ja der letzte Wunsch dann die Kette, die besagte, die wir brauchen, um, keine Ahnung, irgendwas zu machen hier. Ich habe es mir nicht gemerkt, was genau ich machen kann. Alter, zaubere nicht so viele Geister. Böse auch, dass die Geister keine Herzen brauchen. Ich will doch nur zum Wunschbrunnen mir einen Wunsch erfüllen lassen. Gib mir noch eine Chance. 250 Münzen. Ich verspreche dir, du wirst es nicht bereuen. Okay. Ein Herzteil. Oh, ein Magieteil. Sehr schön. 500 Münzen. Echt nur 500 Münzen. Jetzt gilt's. Ich kann es fühlen. Ja, komm, mach. Ein Herzteil und damit ein neuer Herzcontainer. Ich bin der Wunschbrunnen. Nö. Ja, wie jetzt? Ein Wunschbrunnen und wenn wir da jetzt 150 Münzen reinschmeißen, was bekommen wir da? So ein Teil, okay. Okay, gut, ich glaube, jetzt haben wir es. Nein! Jetzt muss ich ein bisschen sparen, weil jetzt habe ich echt kein Geld mehr. Jetzt haben wir das ganze Geld, was wir im Räuberlager gefunden haben, wieder rausgeschmissen. Nur für so ein Herzteil. Gut, Herzteile sind wichtig. Ich war da drüben noch nicht, nein. Die Sümpfe des Todes. Können wir da durch? Natürlich können wir da durch. Haha, Geheimweg. Ich finde den Geheimweg. Juhu. Toll, bringt mir genau gar nichts. Super. Schade. Dachte, das ist voll der geheime Geheimweg, der mir jetzt 5 Millionen... Oh, das ist doch was. Ultramagier. Wer da? So was Eigenartiges aufgewecktes zu werden. Von einer jungen Ritterin der Rose. Gönn doch ein Herz. Oh. Danke. Aber das ist doch was Spezielles gewesen. So. Schön, und ich dachte mir, das wär, war jetzt ein bisschen umsonst. Aber na, doch nicht. Okay. Gut, weiter nach oben, 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 oben. So. Oh mein Gott, so viele Hilfe, Hilfe, oh nein, so viele Geister. Ist egal. Autsch. Ja, ich habe ja kein automatisches Schild, das vergesse ich immer. So, gehen wir jetzt... Nein, wir gehen darüber. Hier wird es ja wohl noch mehr geben als diesen einen pinöbligen Pinöbel, oder?
Aber gibt's echt sonst nichts? Okay, da kommen wir nirgendwo rein. Nein, da gibt's sonst echt nichts. Okay. Nein, töte mich nicht! Na gut, dann eben nach oben. Okay, ja, schön langsam haben wir ja den ganzen Sumpf schon fast durch. Ich muss diese Viecher nicht mehr töten, weil ich habe schon genügend Ektoplasma gesammelt. So, hier ist neu. Irgendwas mit einer Halskette könnte ich... Oh! Moment. Was ist das? Okay. Und vier Fackeln, aber ich glaube... Also vier, fünf eigentlich. Ich kann gut sprechen. Nenne ich Graben. So, gut, also... Ja. Ja, solange es regnet, wird es wahrscheinlich schwierig mit den Fackeln, oder? Würde ich jetzt mal grob geschätzt behaupten. Da ist auch noch eine Fackel. Ach ey, ernsthaft? Ja, aber es regnet doch noch in Strömen. Flammen. Na gut. Komm, wir öffnen das Ding mal, aber ich werde noch nicht reingehen. Weil... Naja. Weil ich noch einen Screen vorher erkunden möchte. Und da auch noch. Juhu. Die Moore waren eine große Herausforderung, aber Lilly meisterte sie lebend. Der Drachenkopf brüllte nun und enthüllte den Eingang zu den brühenden Grotten. Der Pfad zu den brühenden Grotten war nun offen. Ja, gut, das ist schön, dass der offen ist, aber ich möchte hier noch die beiden Screens da links noch erkunden. Einfach damit wir alles mitgenommen haben, bevor wir in die brühenden Grotten gehen. Oder vielleicht sind sogar noch mehr als zwei Screens, man weiß es ja nicht, weil es kann ja sein, dass hier ganz viele tolle Sachen sind. Wir die dann alle vergessen und dann ja voll schlecht sind in den brühenden Grotten. Ich meine, schlecht sind wir sowieso, aber ihr wisst, was ich meine. Oh, Geister töten! Yay! Oh je, jetzt sind schon wieder massiv viele Geister. Aber kein Problem für mich. Nee. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Tja. So kann man auch massiv viele Geister töten. Was ist denn hier los? Oh. Ah, oh. Sumpfkamerad. Oh, hallo Reisekamerad. Ich habe mein Lager aufgeschlagen und einen Topf Pilzsuppe gekocht. Die abgefahrenen Sumpfgase geben mir ein stärkeres Aroma. Ja, das Problem ist, jeder liebt meine Pilzsuppe. Sogar die Geister, die wollen mir an den Kragen. Würde mich beschützen, junge Ritterin, während ich den Topf koche? Ja. Großartig, gebt euer Bestes und haltet sie fern, während ich meine Dinge mache. Wo kommen die? Oh mein Gott, es sind Sumpfgeister. Nein! Oh. Gut, das Gute ist, dass sich die... diesmal nicht verstecken, sondern die wollen aktiv angreifen. Was ihnen aber nicht gelingt, weil ich bin hier und ich beschütze den armen Kerl vor den Sumpfgeistern. Yeah, Sumpfgeister beschützen! Vielleicht solltest du dir einen anderen Ort suchen, um deine Suppe zu kochen, muss ich sagen. Ja, es wäre wahrscheinlich geschickter, lieber Sumpfkerl. Einfach nur so eine Idee wäre das von mir. Einfach einen anderen Ort suchen, so jetzt wird schon langsam eng. Oh nein, es sind zu viele, ich kann sie nicht aufhalten. Die Suppe ist fertig. Dank euch, junge Ritterin, hier ist versprochen eure Belohnung. Ich bin mir sicher, dass sich damit eure Reise durch den Sumpf viel leichter fällt. Lilly erhielt eine magische Halskette, die ihr Besitzer mit Schnelligkeit und einem festen Tritt auf jeden Terrain segnet. Sehr nützlich. Ist das... Das ist schön. Oh, ich bin ein bisschen schneller geworden. Danke nochmals für deine Hilfe. Ja, seht ihr, und es zahlt sich halt aus, alles zu durchsuchen. Weil das bringt sicherlich viel, auch nachher im Sumpf. Was ist das für ein seltsamer Pinöpel? Es ist einfach so ein Zierpinöpel, okay. Ja, schön, gefällt mir. So, dann gehen wir noch darüber.
Oh, was ist denn das hier? Eine. Oh, die Sumpfhexe. Ja, toll. So. Gucken wir mal rein. Was haben wir denn hier für ein hübsches Fräulein? Jung und voller Esprit. Ich suche nach Seelen, sammle 20 für mich und ich gebe euch dafür etwas Besonderes. Für alle weiteren 20 bezahle ich euch in Gold. Was ich mit ihnen anstelle, ist meine Sache. Ihr habt bereits 20 Seelen zusammen. Ihr seid wie geschaffen für obskure Aufgaben. Hier, eure Belohnung. Juhu, wir haben eine Magieerweiterungsding jetzt gefunden. So, Moment. Oh, ein grüner Trank. Wie heißt der Bankett? Na, Bucket. Der finstere Schwur. Als ein Schüler des Schattens gebe ich meine Hingabe an die Novizen der Rose auf und schwöre Krokus, den größten Hexer aller Zeiten, ewig die Treue zu halten. Ich wurde von ihm erwählt und werde jedem seiner Befehle bis hin in den Tod folgen. Unter seinem Fittichen werde ich Dunkelheit und Krankheit über all jene bringen, die sich ihm widersetzen. Ich bin nun wiedergeboren als ein Magier der Schwarzen Rose. Heil euch, König Krokus, unser Hexenkönig. Ach ja. Wenn das so ist, was haben wir hier? Weiß man nicht so genau. Okay. Und hier? Gelbes Elixier, juhu. Und hier? Rotes Elixier. Schön, jetzt haben wir alle Elixiere beisammen. Hat man vorher auch schon, aber jetzt haben wir von allen schon ganz viele. 5, 3, 2. Cool. Ja. Okay, dann gucken wir weiter. Haben wir jetzt hier eigentlich alles gesammelt? Ja, nach oben kommen wir nämlich nicht mehr. Ah, schön. Schön, schön, schön. Gut, dann eben rein jetzt in den Sumpftempel. Und ich muss wieder sagen, es hat sich echt ausgezahlt, dass wir auf jeden Fall hier nochmal rübergegangen sind. Weil, naja, haben halt ein paar Sachen noch gesammelt. Achso, da müssen wir nach unten, das ist schon richtig so. Und jetzt rein in die brodelnden Grotten, da bin ich ja gespannt. Das wird ja sicher wieder so ein richtig abenteuerreiches Action-Abenteuer. Wir sind am Weg in die dunklen Grotten. Yeah. So. Nee, ich sag jetzt nicht, dass der wieder zugefallen ist. Nee, ist noch offen. Okay. Schnell rein. Schwefelgestank begrüßte die junge Ritterin, als sie ihre ersten Schritte in die brühenden Grotten machte. Lava brodelt unter dem Boden und lebendige Flammen tanzen im großen Saal. Ach hey. Also sieht auf jeden Fall schon echt ein bisschen gefährlich aus. Oh, ich kann da... Okay, ich kann in die Lava rein. Muss mir noch vertraut machen, mit was mir da wehtut und was nicht. Ja? Wird noch schwierig. Wow. Ein Feuerteufel! Stirb, Feuerteufel! Stirb! Gut, da braucht man einen Schlüssel. So. Gut, da kommen wir nicht hoch. Autsch, und ich laufe immer in die Lava rein. So. Schlitz, 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 Schlitz. Gut, es gibt offensichtlich eh nur einen Weg, den ich gehen kann. Es gibt einen Weg, den ich gehen kann. Denn ich kann nicht ins Lavabecken springen. Moment, nee, es gibt gar keinen Weg, den ich gehen kann. Moment. Doch, da kann ich rein. Das dachte ich mir schon, was ist denn jetzt los? Oh je, nein, oh mein Gott, Böden, die erscheinen und wieder abhauen. Das ist ja mein Lieblingszeug. Ah ja, okay. Gut, okay, also wir brauchen offensichtlich hier, ouch, einen roten auch noch. Ach, und für den roten, da bekommen wir dann, okay, so, machen wir da mal auf. Ah, und es geht weiter und natürlich ist der Raum wieder voll gefüllt mit bösen Lavabrocken und überhaupt. Moment, ich muss ein bisschen mehr mit Fernkampf arbeiten. Weil aus diesen Gegnern kommen keine Herzen raus, ja. Darum ist Vorsicht geboten.
Denn ohne Herzen heißt, ich kann mich nicht wieder aufladen. Und ohne wieder auf... Oh, oh mein Gott, was ist das? Hilfe, es sind Flammen, die aus dem Boden schießen. Ah, es ist... Die Gefahren in diesem Tempel sind unendlich. Wir müssen echt aufpassen, dass wir nicht einfach so sterben. Weil ich einfach auch in jede Flamme reinlaufe, die mir irgendwie in die Nähe kommt. Ja? Die mir irgendwie ein Schwert läuft. Ich könnte auch ein bisschen Pfeil und Bogen schießen. Nee, kann ich nicht, weil ich zu blöd bin. Ui, Otsch. Ah, ein anderes Pattern. Okay. Gut, ich habe es auch so Wiederbelebungsschmetterlinge auch noch mit. Glaube ich zumindest das... Oder wie war das? Ich glaube, das waren die Wiederbelebungsschmetterlinge, oder? Keine Ahnung. So. Zack. Und das nächste. Ach nee, muss ich da jetzt noch mal zurücklaufen? Nee. Stirb, böses Vieh! Vielleicht sollte ich wirklich aufpassen, dass ich nicht in jede Flamme reinlaufe, ja, weil ich bin das ungewohnt, dass hier keine Herzen rauskommen aus dem Grünen. Schlitz, schlitz, schlitz. Ach, hey. Ach, nee. Ach, wirklich. Ui. Langsam voranschreiten. Über die aus der Lava erscheinenden Steine. Juhu. So. Weiter geht's. Weiter geht. Oh, ouch. Also zum Glück sind wir nicht gleich tot, wenn wir reinfallen. So. Oh nein, sogar mit Muster jetzt. Ach hey. Nein. Oh, verdammt, ich hätte warten sollen. Nein, ich will aber nicht warten. Das dauert mir zu lange. Ich habe keine Zeit zum Warten. Flammen! Tötet die Flammen. Ich hätte auch mit Pfeil und Bogen arbeiten können. Toll. Ja, das passiert, wenn ich... Oh. Die Flamme will mich wohl verarschen. Das passiert, wenn ich mit Pfeil und Bogen arbeite. Ich verfehle einfach und verpasse dann auch noch mein Taxi. Ja, mein Lava-Taxi quasi. Eine Kiste. Was mag da wohl drinnen sein? Wir öffnen sie. Ein Schlüssel. Oh, gucke mal. Sehr schön. So, gut, dann springen wir also da nochmal runter. Und rein da und öffnen hier. So. Und die Getose, die letzten Pinöbel. Und dann machen wir nochmal die Runde. So, hier bloß nicht dagegen hauen, weil sonst machen wir das versehentlich wieder zu. So, sehr schön. Wir kommen weiter. War jetzt war glaube ich auch gar kein Teleportstein vor dem Tempel, oder? Kann das sein? Ah ja. Nö? Ah ja. Ah, okay, verstehe. Schieberätsel, na toll. Moment, ich darf ja da... Nee, das war falsch, oder? Das war jetzt doof. Ich darf nicht an den Rand kommen. Nein! Ach, ich wollte das doch nicht schieben! Du Doofi! So. Moment, dann schieben wir das mal darüber. So, dann das da hoch. Ja, so wird ein Schuh draus. Weiß zwar nicht, was das mit dem Schuh zu tun hat, aber sagen wir mal so. So. Dann das auch noch nach rechts rum und dann das nach links rum und alles gut. Tada! Und die Tür öffnet sich. Ach, bin ich gut. Rätselmeister 3000. Was haben wir hier? Ein Zwischenraum. Nein, kein Zwischenraum. Ach, hey. So viele Flammen. Ich habe Angst. Autsch. Ich habe beim Übertreten der Linie habe ich Schaden genommen. Nee, komm, wir bleiben zuerst mal auf der Seite. Scheiß Flammen. War so klar, dass die mitten in mich reinspringt. So, nein. Ein Herz. Und ja, nochmal. Nein, ich habe mein Taxi verpasst. Na super. Okay. So, einmal da. Und ich würde sagen, wir warten hier jetzt auf unser Taxi. Taxiplatte. Ui, Taxiplatte.
hier nach draußen zu gehen.